Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1706. Wir sind im nächsten Viertelfinale der Team Liquid Star League. Es ist ein ZVP mit dem finnischen Zerg in Rot. Der ist von Team Enz. Es ist natürlich Seville. Der spielt gegen einen koreanischen Protoss. Der ist vom Team Dragon Phoenix Gaming. Das ist Zest. Wir sind auf Lightshade als erste Map. Und Seville schickt dann mal zwei Linkchen los, hat nämlich mit dem Pool First Opener begonnen, war aber eine Probe in seiner Base, also Zest sollte das gesehen haben. Kommt aber eben nicht viel, das ist nur Pool First. Und Seville möchte mit den Lingen vielleicht minimal Schaden machen. Wie man sieht, Adept ist noch keiner da, Wall ist offen. Die laufen hier ganz entspannt rein. Wollte jetzt einfach ein bisschen nervig sein. Da sehen wir den Tag. Der wird auch direkt gescoutet, deine Ling dreht ab. Das Target ist also gefunden, dann können die Linge sagen, gut, wir versuchen jetzt noch irgendwie Damage zu machen. Aber die Props lassen sich erstmal nicht irritieren. Dann arbeiten einfach weiter. Das heißt, Zest gibt da kein bisschen Mining Time auf. Und verliert auch keinen Worker, baut jetzt seine Adepts. Und wenn Seville weiß, dass ein Stargate kommt, kann man seinen Overlord Spire jetzt abdrehen. Man sieht das hier, der versucht zu fliehen. Da an der linken Seite. Er möchte da raus. Der hier hingegen fliegt nochmal weiter in den Norden. Ich glaube, der sucht einfach hier nach einem Spot, wo er vielleicht nicht gefunden wird. Nein, er dreht nochmal ab. Der möchte sehen, was gebaut wird, tatsächlich im Stargate. Wird sich dafür aber natürlich opfern. Aber Seville möchte finden, dass beide Overlords fallen. Reicht, wenn einer dabei dafür drauf geht für die Aktion. So, die Adepts sagen Hallo zu den Queens oder eher andersrum. Die Adepts wollen den Fight nämlich eher vermeiden, wie man sieht. Ziehen die den Shade durch. Es ist nicht so viel Support da, außer die Queens. Ne, das wird gecancelt. Also ohne Linge die Dinge surrounden, könnten die Adepts doch noch einiges anrichten. Wir haben jetzt hier das Void Ray mit Chrono Boost möglichst schnell rauskriegen, damit man diesen Overlord snipen kann. Bin mal gespannt, ob es den zweiten Overlord auch noch findet. Dazu muss es aber viel über die Map hin und her cruisen. Die Chance besteht, weil der ist hier unten. Der braucht noch lange, bis er im Zerg-Gebiet wieder ankommt. Er hat es vor, im Zerg-Gebiet wieder anzukommen. Der Overlord könnte den Adepts vorbeifliegen tatsächlich. Das ist nicht sicher, für wen das schlechter ist. Für die Adepts oder für den Overlord. Wenn der Overlord die Adepts sieht, sehen die Adepts natürlich auch den Ovi. Und das heißt Void Ray, wir haben da was gefunden, was du lasern kannst. Und dann ist das direkt unterwegs. Weil das dann schon knapp wird, um in die Base reinzukommen. Mal schauen. Erstmal ist hier noch ein Link unterwegs, diesmal als Speed-Upgrade. Kann also schneller und einfacher scouten. Die dritte Basis für Seville auch gleich fertig. 37 zu 36 Worker. Wir haben jetzt hier das mit dem Stargate-Opener alles soweit erledigt. Da ist noch ein Oracle unterwegs. Der Overlord tatsächlich fliegt nochmal zurück. Also er dreht nochmal ab in die andere Richtung. Das Void Ray aber auch bleibt erstmal zu Hause. Es gibt ein zweites Stargate. Also wir werden wahrscheinlich mehr Void Ray sehen. Und Seville mit 12 Drones hier gerade. Zwei Spore-Follower unterwegs. Also er rüstet jetzt auf. Und er kriegt das Oracle hier. Das ist nicht schön für Zest. Das Ding hat ja gar nichts erreicht. Kann jetzt auch nicht mehr scouten. Das macht die Sache etwas komplizierter für den Protoss. Da verliert man einfach viel Map Vision, Map Control im Early Game. Da kommt eine Forge mit dazu. Und da kommt plus 1 Air Weapons. Wird das ein Schild-Upgrade? Jeder voll Air und upgradet einfach Schilde. Das wäre irgendwie cool. Man sieht es aber nicht wirklich. Daher bin mal gespannt. Kann aber einfach nur ein plus 1 werden, dass er das für seine Ground Units vorbereitet. Ich fände es cool, wenn er Schilde mitnimmt. Einfach die beiden Upgrades für die Lufteinheiten. Beziehungsweise Schilde natürlich das Universal-Upgrade. Erstmal haben wir nochmal zwei Adepts drin in der dritten Basis vom Zerg. Wieder mal die Greens versuchen zu verteidigen. Drei Drones sind bisher gefallen. Die Adepts können mal einen Shade durchziehen. Die Dinge kommen jetzt nämlich angelaufen. Ja, und es geht auch rein in die Natural. Da wird der richtige Adept zuerst gefokust, damit eben die DPS halbiert wird. Wenn ein Adept down ist, der zweite wird rausgecallt. Und das gelingt. Schildbatterie kümmert sich drum. Sechs Drones also für einen Adept. Das ist ein guter Trade für Zest. Den nimmt er gerne mit. Die Forge ist da, aber sie steht still. Vespingas ist generell. Geld wäre da, um da irgendein Upgrade mitzunehmen. Das teuerste ist Schild-Upgrade und das kostet 150, 150. Also das, okay, jetzt ging gerade das Geld raus, nämlich für weitere Void Rays. Und es wird einfach eine Cannon gebaut. Also dafür hat die Forge sich dazu geholt. Die bisschen langweiligere Variante. Aber wird hier auch gerade von den Queens besucht. Angegriffen. Im Slow-Mode. Dafür braucht er die Defense. Und Seville pusht tatsächlich raus mit 47 Drones. Er setzt wieder mal so einen Push an. Wie gesagt, das ist bei Seville nichts mehr Neues. Inzwischen macht er das so häufig, dass man das fast erwarten kann, dass mindestens einmal in der Serie so ein Roach Queens und Slow Push rüberkommt. Da haben wir dann schon langsam den Gedanken, ob er das vielleicht zu gerne mag, ob er das zu oft zieht, diese Option. Aber er scheint darauf zu vertrauen, dass ihm das die Map sichern kann. Hier sind aber schon viele Cannons, da kommen gleich nochmal richtig viele Schildbatterien online. Also das wird kein leichter Fight. Die erste Queen geht hier auch down. Trotzdem Zeus, die hält hier nicht durch. Cross the Fire Skin Render geht aber auch ein Ravager down. Schildbatterie Overcharge ist aktiv. Die Cannons ballern richtig gut, wie man sieht.
Diese Cannons nehmen sehr viel raus. Die Schipper hat richtig Freude dran, hier alles aufzuladen, was irgendwie in Reichweite ist. Jetzt geht mal eine Cannon down, aber die Sorgami wird auch klein. Da wird natürlich reinforced mit Bassen irgendwie geht. Da kommt noch ein neues Wolter mit dazu. Der Crow Spice ging gerade eher in die eigenen Einheiten hier für Savile. Also das ist nicht so schön, was sie hier gerade betreibt. Er fundiert Ravager und Ravager. Er pusht aber auch Stück für Stück nach vorne. Aber er hat hier nur noch 4 Queens und Energie ist kommen noch da. Jetzt wird auch mal auf die Queens gedived. Nochmal ein Wolter, das fällt. Aber die Queens verlieren jetzt zuerst den Fight. Trotzdem die dritte wird hier überrannt. Aber der Protoss hat natürlich noch mehr Worker, also ein bisschen Verlust kann sich Zest erlauben. Und wie man sieht, diese Voidrays lasern sich Einheit um Einheit weg. Und jetzt sind die Ravager weg, das heißt keine Close of Bice mehr. Jetzt sind nur noch die Queens und die Queens sind auch gleich weg. Und dann können die Roaches nicht mehr viel tun. Die werden einfach aufgesammelt von den Voidrays, wie man sieht. Stück für Stück werden es weniger Sorgeinheiten. Und Zest überlebt das mit immer noch mehr Workern hier, als Savile hat. Und Savile hat richtig viel hier rein donated. Das sieht man, Savile hat sich mit den Close of Bice einen eigenen Ravager gekillt. Und zwei eigene Linge gekillt. Also ein bisschen was an Eigendamage war dabei. Es haben 35 Corrosive Files, 14 Transfuses drin. Und nur ein Schild bei die Overcharge. Aber der Protoss gewinnt diesen Fight deutlich. Und jetzt muss gucken, wie er da nochmal rankommt. Das wird ziemlich schwierig, da nochmal ranzukommen. Hier sind immer noch die ganzen Schildbatterien. Das heißt, die dritte anzugreifen ist ein Mega-Problem. Vor allem mit so einem Lingram bei. Der macht zu wenig DPS. Und da bleibt einfach alles am Leben. Die Void ist natürlich auch immer noch ein Problem. Immer waren jetzt Hydras gebaut mit Speed-Upgrade. Aber Savile ist weit hinten hier. Der Protoss hat 62 Work. Wie man sieht, Mining-Vorteil, das sollte für einen Sorg genau andersrum sein, damit es ein gutes Game ist. Aber ja, Army Supply ist eben halt auch die Geschichte gewesen. Der Fight hat nicht funktioniert. Der Angriff hat nicht funktioniert. Jetzt immer vielleicht ein Voidray, das gesniped wird. Die Hydra kommt nicht ganz ran. Das Voidray lebt hier tatsächlich mit dem letzten Hitpoint. Die Linge wollen es nicht aufgeben, dass sie hier vielleicht irgendwas tun können, aber keine Chance gegen das. Hier stehen 6 Schildbatterien rum. Da haben die Linge halt überhaupt keinen Spaß. Das ist so ziemlich die langweiligste Basis für einen Lingrumbai. Da geht halt gar nichts. Es kommen noch Cannons mit dran. Das ist keine Chance, dass die Linge hier irgendwas an diese Base erreichen. Banelinge vielleicht. Aber Baning Nest ist nicht am Start. Also das kann Savile nicht ziehen, die Option. Aber das sieht lustig aus. Und wir haben hier insgesamt 10 Voidrays noch in der Luft. Es sind aber jetzt 17 Hydras. Das ist Savile versucht einfach mit dem Konter auf Anti-Air. Da kann man auch die Queens mit nach vorne. Also unnachgiebig aggressiv, was Savile ist. Hier mal ein Pylon. Der ist nicht ganz in Range. Bis die Schildbatterien. Ah, nee, die ist nicht ganz in Range. Aber die würden eh Gebäude nicht automatisch anvisieren, solange die Gebäude nicht kämpfen können. Also das müsste man manuell machen. Cannons gehen, weil eben alles, was selber angreifen kann, wird von der Schildbatterie auch automatisch hochgeheilt. Alles, was nicht angreifen kann, muss man manuell anvisieren. Hier erstmal Cybernetic Score ist down. Und die 10 Voidrays, die mischen sie jetzt hier mit ein. Hier sind keine Schildbatterien. Das ist den Push auf die Natural verlagern und könnte tatsächlich funktionieren hier für Savile. Alles ein paar Hydras weit vorne. Die Queens geben noch ihr Bestes. Natürlich kommen noch Queens da. Es kommt Transfuses. Ein Transfuser oder zwei Transfuses sehe ich noch. Der wird gerade rausgegangen. Die Cells starten jetzt hier rein. Charge ist gerade fertig geworden. Ein paar Sorgeinheiten von der Seite, aber nicht in die dritte reinlaufen. Das wird nicht funktionieren für die Linge. Und wie man sieht, die Cells pushen bereits halt nach vorne. Und man braucht hier gar keine Schildbatterien. Die Protoss-Army ist jetzt schon krass genug, um diese Sorg-Army zu stoppen. Und Savile, ja, da hat es wieder mal versucht mit dem Push, aber das hat nicht funktioniert. Das 1-0 geht hier an Zest mit wirklich solider Defensivarbeit. Und lustig, dieses Auf und Ab hier. Wie Achterbahnfahrt hier im Zerg Army Supply. Aber wir waren fast, Savile war zu weit hinten. Und das war wirklich ein Push, der hat nicht funktioniert. Weil Zest wirklich solide gebunkert hier. Das muss ich ihm lassen. Geht also in Führung. Auf Jaganatha zieht Zest die Option Proxy Stargate mit Oracle. Savile war aber am Scouten. Er war mit dem Overlord drin und mit dem Link. Ist nur beides am Stalker eingegangen. Und er hat hier gesehen, irgendwie ist das hier so leer. Verdächtig leer. Die Linge werden entsprechend rausgeschickt in alle Richtungen, um zu scouten. Das Oracle ist bereits unterwegs. Das Stargate wird gefunden. Aber das Oracle ist bereits im Anflug. Und für Savile also Anti-Air, wie sieht's aus? Er hat 3 Queens. Eine davon der Main. Und da ist auch ein Spock. Also er ging auf Nummer sicher. Und damit die Defense passt hier für den Zerg. Das Stargate könnte beschützt werden vielleicht vom Oracle, wenn es einfach die Linge weglasert. Das ist eine Option. Hier ein Overlord hängt mal draußen, aber damit deutlich besser hier für Savile. Er bekommt den Scout. Er kriegt keinen Schaden vom Oracle ab und er wird auch neue Oracles hier verhindern, denn der Pylon ist weg. Und damit setzt Stargate Opener. Funktioniert überhaupt nicht, also macht da gar nichts. Man sieht, das war der Link und der Overlord, aber mit dem Damage hier, da gibt sich Savile schon zufrieden, dass es wert ist, Link und einen Overlord zu verlieren. Er hat nichts am Oracle verloren, das ist wichtig. Und jetzt geht's hoch in den Workern und Zest hat auch schon rübergeschwenkt auf einen neuen Tech, nämlich einen Twilight Council mit Resonating Glaive. Da kommt nochmal ein Ovi angeflogen. Er ist nur zu weit weg, aber der wird Adepts ziehen, falls sie da rausgehen. Das Stargate kriegt nochmal mehr Schaden ab. Hat die Adepts unterwegs, um das Stargate zu retten. Also Zest möchte das nicht ganz so einfach aufgeben. Sie verliert ein paar Hitpoints, wie man hier sieht. Aber die Linge, den Fight gewinnen sie nicht. Damit weiß man, dass mehrere Adepts draußen. Jetzt kommen jetzt noch mehrere Linge für Savile und ein Roach Warren mit dazu. Das Orakel hat sich auch nochmal die Sache angeguckt, aber ich glaube, es hat nach wie vor kein Damage gemacht. Nee, das Orakel war bisher ziemlich nutzlos. Und die Adepts sagen mal kurz Hallo bei der Zerg Base. Sehen da den Roach Warren? Wollen die wirklich in die Natural? Nein.
wollen sie erstmal nicht. Die warten auf das Upgrade. Und jetzt sich jetzt nicht der Adepts reinzuschicken, wenn man eh auf ein Upgrade für besagte Adepts wartet. Problem ist, die Adepts können gleich Besuch von den Lingen bekommen. Die sind nämlich diese drei Adepts. Und die drei Adepts werden erstmal sofort surrounded. Und das Upgrade ist nicht da. Das Oracle wirft den Laser an. Linge schaffen den Fight nicht ganz. Es wird nochmal mehr Linge gebaut. Rest in the Glaives in wenigen Augenblicken. Die Queens kommen jetzt ran. Die Adepts, nein, die canceln den Shade auch hier. Damit die Adepts tun erstmal nichts mit ihrem Upgrade. Das ist ein weiterer Plan von Zest, der nicht so ganz hier aufgeht. Weil eigentlich möchte man ein Upgrade-Timing nutzen. Wird in dem Fall nicht. Da kommen jetzt, da kommt gerade was auf dem Map und das kommt jetzt mit dem Bildschirm. Da sind die Zusatzadepts. Das ist das, jetzt das Upgrade nutzen. Allerdings hat das jetzt schon ein paar Sekunden verloren. Das gibt sehr viel mehr Zeit, um Roaches rauszuhauen. Wie man sieht, es gibt eine Wall, um die Adepts hier auszusperren. Und das sieht bisher gar nicht so schlecht aus für den Sir. Klar, die Queens können jetzt gefokust werden von Zusatz nochmal genutzt. Nochmal ein Zusatz. Die erste Queen geht die down, die erste Adepts gehen aber down. Nächste Shade geht Richtung dritte Basis. Die Queens fliehen den Fight. Roaches wurden noch mehr gebaut und die Shade hier wird gecancelt. Die Wall wird aufgecancelt. Und damit können die Roaches jetzt da raus. Und die Adepts, nächster Move, mal gucken. Und dann weiß es auf jeden Fall, dass das Upgrade da ist. Man sieht das an den Angriffen mit dem Orange. Der nächste Teleport wird auch nicht durchgezogen. Aber man versucht jetzt den Zerg so viel es geht zu beschäftigen. Sabel allerdings droned schon wieder. Bis auf 64 Worker, da kommen noch ein paar mehr mit dazu. Es gibt gerade den Wechsel auf Blink und Robo bei Zest. Und er kriegt hier ein paar Linge, weil die hier einfach rumgestanden sind. Aber die Adapts bisher nicht mega erfolgreich. Also da geht mehr. Das waren jetzt 8 Linge, die aufgesammelt wurden. Davor sind ein paar Adapts gestorben und natürlich die Fight gegen die Queens. Bei Queens dann 21 Linge down, aber auch 3 Adapts gefallen. Der Zerg hat ein bisschen mehr verloren. Aber noch nichts, die kritischen Sachen verloren. Es sind keine Drones gefallen. Die Queens leben trotzdem noch. Also Injects sind auch genügend möglich. Und beim Zerg ist jetzt ein Spire am Anwachsen. Also Sabel möchte auch mal ein bisschen ein Geschenk zurückgeben. In dem Fall Mutalisken. Braucht aber noch deutlich mehr Vespingas dafür. Hat hier eine vierte Basis unterwegs. Aber für die sieht es schlecht aus. Das Oracle hält da drauf. Wie man sieht, es ist nicht viel Damage. Aber es ist genügend Damage, um die Advanced nach und nach runterzudrücken. Stück für Stück. Die Frage ist, geht dem Oracle zuerst die Energie aus? Es hat noch 10. Die Queen kommt dran, der Cancel kommt nochmal. Ich meine, es reicht für den Cancel. Also die Hedge braucht er nochmal deutlich länger. Hallucination Scout über die dritte. Aber die bleibt hier stehen. Die Hallucination bleibt hier stehen. Die andere Hallucination fliegt in die Natural. Das ist ein schlechter Scout für Zest tatsächlich. Er fliegt nämlich knapp, aber er fliegt am Spire vorbei. Er fliegt halt echt am Spire vorbei. Und damit ist der gleich fertig und es können 5-6 Mutas gebaut werden. Ich sage, hier wandert auch mal raus. Das Stargate lebt natürlich immer noch. Und ja, es ist zwar ein Stargate da, aber das wird so schnell keine Phoenixe bauen. Ja, Link sagt auch nochmal Hallo. Das Orkman dessen cruist hier durch die Gegend und da ist die Protoss-Army und die sieht nicht gut aus gegen Mutas, wobei es wurden keine Mutas bisher gebaut. Es kommt aber das +1 Air Weapons. Also Sabel bereitet auf jeden Fall da was vor. Geht auch auf +1 Militechs. Also Link Banning Muta langfristig. Droned jetzt erstmal nochmal eine Runde. Also er fühlt sich gerade nicht bedroht genug. Hat das Gefühl, er kann nochmal Economy pushen. Sein Gegner geht auf Kolosse. Ja, solange Zest das immer noch nicht weiß, dass dann Spire fertig ist, ist das natürlich richtig bitter für ihn. Weil er baut sich jetzt halt auf eine ganz andere Army-Komposition auf. Er erwartet, dass er da gegen Roaches und gegen Linge fighten muss. Aber wenn dann plötzlich was fliegt, sind halt die Kolosse nicht viel wert. Das sind die Adepts nicht viel wert. Die Sentries sind nicht gut. Die Stalkers sind die besten Units, die er da hat. Und von Phoenixen ist er weit weg. Das Oracle schaut jetzt nochmal an der vierten vorbei und kann die Drones anlasern. Hier ist noch keine Defense. Und damit gibt es immerhin hier mal ordentlich Damage. Das Oracle schafft tatsächlich mal 50 Drone Damage. Kriegt dafür aber nochmal eine Breitseite ab. Für Sabel ist es aber trotzdem gucken, dass das Oracle wegbleibt von dem Ding hier. Solange er das hier still und heimlich durchziehen kann, ist es trotzdem gut für Sabel. Er knabbert immer noch mit dem einen Link am Stargate rum. Er macht hier Fortschritte. Aber es dauert noch. Und ja, die Mutas kommen und Zest weiß inzwischen von seinem Glück. Noch nicht, aber gleich, weil gleich wollen die Mutas irgendwo durch seine Vision durchfliegen. Da ist nochmal ein Ling. Jede Basis hier am Start. Wann und wo zeigen sich die Mutas? Die sammeln sich jetzt hier auf der linken Seite. Die fliegen hier gerade entlang. Und ja, es ist ein bisschen keine Schildbatterien unterwegs, aber bei weitem nicht genug. Und wie gesagt, Stargate ist nicht verfügbar. 12 Mutas auf dem Feld. Und jetzt der Observer, jetzt sieht er das. Jetzt fliegt das hier durch. Und die Stalker blinken sofort ran auf die Mutas. Also die Protoss-Army möchte da direkt den Fight starten. Es sind einige Stalker drauf, die haben auch Blink. Also das ist nicht so verkehrt. Trotzdem, die Mutas sind mega agil. Die Stalker auch mit Blink haben nicht alle Möglichkeiten. Ja, Stargate wird rausgenommen. Die Kolosse laufen hier durch die Gegend. Das ist mutig, mit den Kolossen so weit vorzulaufen. Ja, die Mutas versuchen jetzt natürlich alles irgendwie zu umfliegen und trotzdem Schaden zu machen, sofern möglich. Aber die Stalker sind bisher ziemlich gut im Abfangkurs. Also Sabel hat sich das mutig einfacher vorgestellt. Die Stalker-Army währenddessen wird mit Lingen und Baningen aufgebaut. Mutas fliegen jetzt weiter und da gibt es den Recall, um die Stalker rüberzuholen. Dafür hier, hier sind noch 4 Stalker übrig, die Mutas schaffen auch das nicht. Also bisher der Mutaplan wirklich nicht erfolgreich für Sabel. Hätte ich mehr erwartet.
Stattdessen, die Blinkstalker haben das echt gut im Griff und jetzt geht die Ground mit nach vorne. Da sind auch einige Stalker mit drin, da kommt ja noch Charge mit dran. Aber die Sergami hat einige Baninge, Baning Speed plus 1 Melee Attacks und da soll es einfach drauf gehen. Ein paar Forces kommen, da kommen noch Baninge von der Seite. Die Kolosse werden da angerollt und das gehen Baninge in den Kahn der Protoss Army und das tut ordentlich viel. Da sieht man die Protoss Army, da verschwindet mega viel. Die Kolosse sind jetzt hier exposed. Da ist kein Support mehr um die Kolosse herum. Die Stalker sind zwar weggeblinkt, aber das gibt die Kolosse eben frei. Einer wird eingeladen, Swapples und Zeit, da steht immer hinten mit dabei. Von mehr Linge, mehr Roaches kommen damit ran. Die Protoss Army kassiert ordentlich. Sabel ist 40 Supply vorne. Aber es gibt 11 weitere Stalker hier bei Zest. Er will es einfach mit Blinkstalkern irgendwie wissen. Mit Blinkstalkern das Ding gewinnen. Er hat noch 2 angeschlagene Kolosse. Sabel wartet auf Reinforcements. Seine 4. Basis ist hier in Gefahr. Er hat ordentlich viele Worker. Das ist seine 5. Das ist ja gar nicht mal seine 4. Und die 5. gibt die einfach mal auf. Es sind so viele Stalker. Aber es sind sehr viele Linge, die auch gerade nochmal gebaut werden. Einige Roaches, nochmal einige Baninge. Und die Stalker schauen weiter nach vorne. Es sind hier Observer mehrfach am Start. Die Stalker blinken jetzt nach hinten. Wollen natürlich die Einheiten reinlocken. Und die Protoss Army macht hier weiter die Belagerung. In der Zeit, die Mutas finden nochmal. Nein, finden kaum was. Ich glaube, ich durch eine Cannon durchgesetzt. Auf jeden Fall durch nichts wirklich Wichtiges. Die Stalker poken hier nach wie vor. Also trotz allem, Zest macht hier einen guten Fight. Eine Basis weniger beim Zerg, aber Savils Economy läuft immer noch. Ist nicht so, dass er da plötzlich arm ist. Das sind 68 zu 83 Worker. Die Stalkers sind wirklich frech, nähern sich da weiter und weiter an. Die Zerg Army, wann springt sie da drauf? Wann versucht sie es hier da drauf zu rollen? Es kommen immer noch mehr Linge, mehr Baninge. Hilfe Savil. Er ist gleich maxed, aber auch Zest ist vom Max Auto nicht weit entfernt. Da wird ein Evolution Chamber weggesniped, die Stalker. Ja, einfach lassen sich von den Kolossen hinten beschützen und poken hier vorne, was das Zeug hält. Sabel ist jetzt gleich Max. Also irgendwann muss der Fighter auf jeden Fall losgehen. Und wie man sieht, er hat da nochmal eine Flanke aufgestellt. Versucht von der Seite reinzurollen. Observers sind da aber in Position. Das zieht also einen Teil davon. Und er ist weit nach hinten auch aufgestellt. Kriegt hier hinten noch ein bisschen die Drones. Und die Mutas fliegen, wenn das nochmal durch sein Gebiet. 2 Probes down, 3 Drones down. Wann geht's vorwärts für Sabel? Wann zündet er hier den Angriff, denn jetzt ist so die Aufstellung, dass es in die Mainbase rein, es geht in die Mainbase rein. Die Zerg haben jetzt aber auch, rollt auf die Mainbase drauf. Blink ist da gerade genutzt worden, das heißt, die Stalker kommen nicht so einfach zurück. Der Koloss hat nochmal gesaved. Die Baninge unten rollen auch rein. Ja, sehr viele Fläche, die man wegblinken muss. Das ist für Zest alles andere als einfach. Der Koloss kriegt ein bisschen Damage rein in die Baninge. Baninge crashen dann einzelne Stalker. Der Koloss lasert nochmal. Die Kolosse lasern immer noch. Der Highground vom Zerg wird ein bisschen gesaved, aber die Zerg Army wird ausgedünnt. Und das sieht jetzt natürlich besser aus für Zest. Die Smooters weit hinten gegen Reinforcements, aber sind einfach nicht stark genug. Das reicht nicht für Zest. Zest kämpft sich auch hier durch. Zum 2:0. Aber irgendwie Sevils Pläne gehen hier nicht ganz so auf. Wo das von Zest jetzt hier auch. Also die Fights waren das mutig, hier hoch zu blinken. Also quasi einen Blink einzusetzen, um in die Situation reinzukommen, weil dann hat man keinen Blink, um aus der Situation wieder rauszukommen. Hat trotzdem funktioniert, hat eine genügend Masse, eine stark genug Army und geht tatsächlich 2:0 in Führung. Damit Sevil in der Position 0-2 hinten. Das läuft nicht so rund für ihn. Und kriegt jetzt nochmal Oracle-Besuch, verliert da eine Drone drin, aber eine Drone ist okay. Der Overlord hängt hier noch ab, wurde fast gesniped vom Stalker. Da geht auch noch produziert ein weiteres Oracle, soweit da mal Highground Vision da ist, kann der Stalker auch den Overlord finishen. Das braucht eigentlich nicht viel mit seinen nicht mal 60 Hitpoints. Interessanterweise, Sarah knabbert hier an den Felsen rum und versucht den Weg aufzumachen. Es gibt doppelt Stargate bei Zest. Und Sarah sichert sich ab mit einem Spore, der Overlord wurde gerade eliminiert dank Oracle Highground Vision. Und die Linge nageln immer noch hier. Die haben sich echt schon viel Mühe. Die 4 Linge kleben hier schon lange dran, um so viel Schaden an den Rocks hier zu machen. Und bei unter 600 hören sie tatsächlich auf und rennen mal wieder weg. Und wir haben einen Fleet Beacon unterwegs. Oh, Zest möchte also jetzt mit seiner Führung ein bisschen die Spielereien anfangen. Mal gespannt, ob das gegen Sabel funktioniert. Ich nehme hier eine 3. Basis geplant. Die Oracles währenddessen werden ein bisschen abgefangen. Waren ordentlich abgefangen. Und haben noch nicht so viel erreicht. Also das ist aktuell noch nicht allzu schlimm für Savile. Gut wäre es, wenn er natürlich die Info irgendwie bekommt von dem Zeug. Aber das wird eher kompliziert, das zu scouten. Außer er schickt relativ bald einen Overseer los. Aber er hat noch nicht mal einen Leertag. Also das wird nicht so schnell passieren. Und es kommt ein Roach One, es kommt ein Evolution Chamber. Mit dem Leertag steht natürlich auch die Option Hydras dann offen. Die wird das sehr wahrscheinlich brauchen. Der Fleet Beacon ist ready. Und Doppelt Carrier, so wie es aussieht. Mit der Masse an Geld, die angespart wurde. Ja, Doppelt Carrier unterwegs. Also Zest mit Carrier-Spielchen hier auf Blackburn. Ist auf der Map natürlich auch ein bisschen attraktiver, weil die Luftdistanz zwischen den Bases nicht ganz so hoch ist. Man kann hier gut Luftraum nutzen, weil es da einfach was gibt dafür. Das ist eben nicht diagonal. Und hier stehen meistens wenig Einheiten im Weg, die tatsächlich scouten können. Das heißt, die Carrier können relativ ungesehen darüber flattern und dann plötzlich den Damage austeilen. Kommt auch plus 1 mit dazu. Die 3. hier ist am Laufen. Oder am Fertigwerden und dann am Anlaufen. Probst sind bereits unterwegs. Plus 1 Attack mit dazu. Wenn das ein Melee-Attack bei Sabel, sein Leertag ist gleich da. Er hat selber 3 Basen, könnte sich dann die Goldbase schnappen als 4.
und frisst sich hier nochmal durch die Debris durch. Da hat er schon so viel Arbeit reingesteckt, der wird das noch zu Ende bringen. Ist natürlich auch, dass man hier nicht irgendwie vom Highground belagert wird, sondern da hochrennen kann, für alle Fälle. Ja, die vierte, die Goldbase kommt mit dazu und ein Links sieht die Carrier. Und da kommt direkt als Reaktion ein Spire. Also, Seville möchte da keine Experimente wagen irgendwie mit Hydras, sondern sein Plan, okay, Corruptor. Wir snipen die Dinger weg, dann sind sie kein Problem mehr. Aber aktuell steht eben eine etwas unangenehme Zeit, bevor ich nachdem, wie aggressiv die Carriers sind. Erstmal sind sie auf der Mission Creep clearen. Ziemlich teure Geräte, um Creep zu clearen. Aber jetzt geht's gegen die Queens. Die Queens haben ein bisschen Transuse-Energie. Und Skorpel ist auch mal dabei. Das sieht gar nicht so schlecht aus für einen Zerg. Und Deceptoren sind nach wie vor ziemlich Damage-anfällig. Und wie man sieht, bereits ein Carrier 5 und Deceptoren verloren von 8. Damit der Damage deutlich reduziert. In der Mainbase auch Spocker. Seville ist gut vorbereitet auf diese Carrier. Und dahinter wächst sein Spire nach und nach an. Und dann hat er eine Konterwaffe. Es gibt mehr Carrier. Das könnte Besessed plötzlich ein bisschen komplizierter werden. Weil seine komplett Air Army auf dem Boden ist nicht viel. Weil nichts davon ist sonderlich voll gegen Corruptor. Also von Voidrace sind wir noch nicht. Ja. Voidrace ist noch nicht unterwegs. Voidrace ist noch nicht mal angeplant. Also Corruptor könnten ja ordentlich einschlagen, wobei Seville, ihm fehlen Mineralien für richtig viele Corruptor. Er hat das für Spingas, ihm fehlt es an Minerals, aber Minerals sammelt man natürlich schneller. Vor allem, weil er auch eine Goldbase hat, also Mineralien kriegt er hin. Die Linge währenddessen hier draußen werden von den Oracles gescoutet und angelasert. Die Carrier nähern sich nochmal an, sind jetzt zu viert mit nochmal zwei unterwegs. Aber vier Corruptor wird nicht reichen für Seville. Borgholler wird zurückgezogen. Er wird weiter gefokust, wird er gesaved mit dem Transuse? Nein, erstmal nicht. Die Queen spucken wieder mit drauf, jetzt 6 Corruptor, ist aber immer noch nicht ganz genug. Borgholler versuchen zu helfen, die Carrier fliegen mit der Interceptoren in der Mainbase, geht's weiter. Die Interceptoren fliegen manchmal sehr, sehr weit weg von den Carriern, versuchen einfach den Schaden zu machen, wie man hier sieht. Da spuckt auch ein Spockholler schon mal auf den Carrier drauf, Spockholler weniger, die Queens versuchen leer zu laufen, jetzt kommen die Corruptor nach und nach mit dazu. Aber Zest hat immer noch nicht umgeschwenkt auf Voidrace tatsächlich, und jetzt geht einmal der Dive auf die Carrier los, und die Carriers sind halt nicht sonderlich schnell als Einheiten. Erster Carrier ist low, erster Carrier wird hier wahrscheinlich fallen, erster Carrier ist down. Und so ein Ding ist teuer. Recall auf die anderen drei. Also, ja, jetzt kommt der Switch auf die Voidrace. Also, Zest hat nicht ganz damit gerechnet, dass da Corruptor kommen. Und da kommt gleich deutlich Corruptor. 12 Stück sind im Bau, plus 1 Air-Weapons auch mit unterwegs. Die Voidrace waren dann gebaut mit Flux-Vanes. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus für Seville, würde ich behaupten. Der Change-Ding wird weggelesen, sieht aber die Production hier oben. Oben sind, ganz oben in der Mitte, sind ein paar Roaches und Linge. Die dritte Basis, die drei Basis, die kommen, die von Zest läuft. Erst auf 69 Probes gegen 82 Drones. Aber der Zerg hat den Mining-Vorteil dann Goldbase. Und das Army Splash schießt nach oben. Hier kommt Static Defense, um die Army zu unterstützen. Also, Zest merkt schon, das könnte ein bisschen angespannt werden. Und Seville's Masse an Corruptern, 20 Stück sind da. Und das ist genügend Masse, um die Carrier easy rauszusnipen. Wie man sieht, zwei Bodies reichen und nochmal ein Carrier weniger. Und das hat von den Corruptern, glaube ich, gerade gar nicht viel gekostet. Gar nichts gekostet. Es hat keinen einzigen Corrupt erwischt. Ein bisschen angeschlagen sind sie. Versuchen nochmal weiter reinzudiven, aber müssen trotzdem aufpassen, dass sie sich hier nicht zu leicht opfern. Seville jetzt aber mit deutlich besserer Kontrolle über das Game. Vierte Basis wird genutzt von Zest. Und er versucht natürlich jetzt hier Voidrace als Konterneiten aufzubauen. Generell Konter gegen die Corruptor. Archons wird dazu. Die Stasis Wards werden nicht viel helfen. Die helfen nicht gegen fliegendes Zeug, aber zumindest gegen die Linge Roaches, die da unten noch unterwegs sind. Und auch Ravager mit dabei. Genau, mal Transuses rein in die Corruptor. Viele Corruptor plus 1 ist drauf. Und die Protoss, man merkt das, die Protoss Army hat ein wenig Angst vor diesen Corruptern. Es kommt ein Infestation für das Nexus und Seville greift jetzt mal den ERS Max, möchte das nutzen, kriegt einen richtig üblen Stasis Ward, aber hier ist keine Schildbatterie, das heißt die Protoss-Einheiten müssen auch aufpassen. Da geht ein Voidrace down oder zwei, ein weiteres Voidrace geht da drauf, die Voidrace ist einfach rausgefokust, also die bringen hier gar nichts für den Fight. Und jetzt sind die Carrier alleine in der Luft. Ein Voidrace ist noch da, das kommt gleich aus der Production rausgeflogen. Und man sieht, der Archon hat schon sehr viel Damage abgekriegt, das sieht gar nicht gut aus hier für Zest's Army. Er war da einfach nicht vorbereitet auf diese Corruptor. Es sind immer noch 20 Corruptor auf dem Feld, die Carrier fighten jetzt gerade direkt an die Kühlspuck auch mit rein. Jetzt geht der Dive auf die Carrier los, wie man sieht, erster Carrier down, zweiter Carrier im Fokus, Schildbatterie gibt da ihr Bestes, zweiter Carrier down, dritter Carrier im Fokus, Frozen Fires gehen mit rein, auch die Ground Army von Protoss hat Schwierigkeiten und kann das Problem nicht lösen, die Sellers rennen da zerrannt, aber wird einfach weggesniped hier von den Roaches und den Queens, Oracle geht down, die Corruptor haben jetzt hier Lufthoheit, können also mit Caustic Spray die Gebäude ankotzen, wie man sieht, die Sellers schlagen sich durch die Ground Army durch, jetzt kommen nochmal die Dinge mit dazu, die Schildbatterien haben schon alles Energie rausgehauen, Overcharge kommt da mit rein, die Sellers fliehen trotzdem in dem Fight. Caustic Spray auf zwei verschiedenen Basen. Die vierte wird gesaved. Die Natural hat nochmal deutlich mehr Schwierigkeiten. Stalker Warpin, um dagegen die Corruptor zu saven. Aber Seville räumt da richtig mächtig Protoss Army Supply weg. Wie man sieht, das 32 gegen 120 Army Supply. Klar, von dem Army Supply 30 ist in den Corruptern. Also die Zerg Army sollte man nicht überbewerten. Jetzt, wo keine Lufteinheiten mehr da sind, sind die Corruptor nicht viel wert.
Aber trotzdem, der Unterschied ist riesig. Der Mining-Vorteil ist immer noch da. Und wie man sieht, Sabel macht einfach weiter jetzt hier mit Roach, Ravager, Queens. Schildbatterien werden gesniped. Stalker versuchen ihr Bestes. Die haben aber keinen Blink dieses Mal. Also die sind nicht ganz so toll. Da ist ein Guardian-Schild mit dabei. In der Hoffnung, dass das irgendwie hilft. Die Queens spucken weiterhin mit drauf. Energie wurde genutzt schon für John Susus. Die Crafter fliegen. Also denken sich, ja gut, da ist keine Lufteinheit mehr. Wir haben gerade nicht so viel zu tun. Wir kümmern uns mal wieder um Gebäude. Und Seths Army fällt trotzdem auf den Boden. Das sind einfach viel zu wenig Army Supply. Gibt doch gerade den Caustic Spray in der Natural ab. Und Sabel, ja, so leicht gibt er sich dann doch nicht geschlagen. Er macht aus dem 2:0 immerhin mal ein 2:1 und kann dann hoffentlich den Schwung mitnehmen, um das zu einer Deciders Map zu zwingen. Ja, der Fight lief einfach katastrophal. Also das Verlassen auf die Carrier, da war er ziemlich verlassen. Das war der Effekt für Zest. Hat die Carrier und die Voidless ziemlich easy verloren. Die haben sich absolut nicht gelohnt. Er hat hier halt 4000 Ressourcen mehr verloren. Das tut weh, hat weniger gemeint. Wir sind auf Oxide und Seville sammelt Linge tatsächlich. Fehlt hier aber den Overlord. Ein paar Protoss-Einheiten sind da unterwegs mit War Prism. Also das heißt dieses Mal mit einem Robo-Opener. Overlord fliegt hier entspannt drüber. Und wie man sieht, der Robo-Opener geht noch weiter in die nächste Stufe. Nämlich Disruptor Drop mit War Prism Speed Upgrade. Die Linge rennt jetzt allerdings raus. Overlord ist down. Die Linge wollen hier angreifen. Aber gegen die Einheiten hier mit dem War Prism sehe ich tatsächlich nicht die größten Chancen, dass Seville hier reinkommt. Und das wird auch nicht. Ich meine, er scoutet den Spaß mit den Disruptern. Das sieht er auf jeden Fall mit dem Obi. Der Stalker schafft er den Obi-Lord. Ja, Disruptor sind da, danach gibt es einen Koloss und der Obi-Lord wird wahrscheinlich fallen. Also für Sabel, sein eigener Move funktioniert nicht ganz. Das ist ein Haufen Linge, die ihm nicht wirklich was bringen. Und gegen Kolosse sind sie dann eh nicht sonderlich stark. Also es ist jetzt nicht die schönste Ausgangslage, die sich Sabel da gebracht hat. Er hat gehofft, er kann da mit den Lingen mit einem guten Surround vielleicht irgendwie was ansetzen. Ein paar Protoss-Einheiten snipen oder einen guten Angriff da rausholen. Aber war bisher nicht der Fall und jetzt muss er aufpassen auf diese Disruptor, die richtig wehtun können. Die Leuchtkugeln, wenn die einmal wo reinsprengt, das kann ziemlich Schmerzen austeilen, gerade sowas. Man sieht das, Queen wird gejagt, Disruptor 1 wird surrounded, aber eingeladen rechtzeitig. Warprism wird aber auch Hitpoints. Das ist auch nicht der schönste Disruptor-Start für Zest. Hat man schon besser gesehen. Insgesamt noch nicht viel passiert. Zwei Ovis down, zwei Linge down und ein weiterer Oblater, der durch die Gegend fliegt. Die Linge rennen nochmal raus. Weitere Gateways für Zest. 59 zu 45 dabei bekommt die Linge, ja, gegen den Koloss. Wenig Chancen tatsächlich. Aber die Protoss-Einheiten laufen weit raus. Sehr, sehr weit raus. Die sind mutig. Ohne den Koloss. Der Koloss ist gerade gar nicht mehr dabei. Der chillt zu Hause. Okay, aber Zest möchte trotzdem damit weiter pushen anscheinend. Hat gar keinen Respekt hier vor Savil gerade. Sondern macht einfach so sein Ding. Hier geht's nochmal mit dem Warprism in die Base. Dieses Mal die Mainbase. Doppelte Subte-Kugel fliegt auf Wiedersehen Queen. Hier belebt das nämlich nicht. Eine Kugel kann sie wegtanken. Eine zweite ist zu viel. Protoss-Army hängt hier ab, aber ist mitten in Vision. Also, ja, es ist wirklich so. Kein Respekt. Er pusht einfach vorwärts, hat jetzt seinen Oblock, seinen Koloss mit dabei und geht einfach vorwärts. Er testet jetzt einfach die Sabel Defense. Sabel hat Roaches, Ravager, Queens natürlich und Linge. Die Adapt Shade nochmal vorwärts, aber canceln das. Creep wurde abgeräumt. Und die Linge wollen hier flankieren. Die wollen in die Rückseite reinlaufen. Warprism versucht nochmal mit den Disruptern da ein paar gute Hits rauszusetzen. Das könnte ein guter Hit werden, das könnte ein richtig guter Hit werden. Nein, trifft nur einen der Ravager. Gerade noch so gesplittet hier von Sabel. Aber er wird hier trotzdem weiter belagert und der Protoss schiebt sich jetzt zwischen Natural und dritte Basis. Das könnte ein Riesenproblem werden. Die Länge von der Rückseite wurde noch nicht ganz gefunden. Also die könnten die passende Überraschungswirkung haben. Da kommt jetzt nochmal Stalker mit ran. Protoss Army ist ordentlich riesig und Zest will es damit wissen. Er will damit das 3:1 hier gegen Sabel machen. Da geht der Push nach vorne. Da ist das Garden Shield. Da kommt ein paar Posten. Blockt da schön ein paar Linge, paar Queens weg. Ein paar Linge rennen jetzt hier rein in die Protoss Army. Jetzt kommt die Linge von der Rückseite. Sagt, die kommt noch mit dazu. Trifft zwei der Ravage hier. Cross by Skins rein. Aber es sind einfach nicht so viele Ravage gerade am Start. Nochmal Garden Shield. Die Protoss Army hat sich durch die Linge durchgekämpft. Jetzt sind es die Roaches, die Queens und die Ravager, die versuchen, die irgendwie den Zerg am Leben zu halten, aber die Protoss Army teilt mächtig aus, die Stalker tun vor allem weh, machen Bonus-Damage gegen die Roaches, der Koloss lebt immer noch, die Disruptor leben immer noch, die Protoss Army pusht den Zerg hier zurück, das sieht nicht gut aus hier für Seville, S am Supply vorne, aber die Protoss Army macht noch mächtig Druck und die Roaches müssen immer noch aufpassen auf diese Disruptor, die Drones werden mit reingezogen, der eine Disruptor trifft aber eine richtig ordentliche Kugel da rein und die Drones werden gerade weggekitet, wie man sieht, 8 Drones down, da geht es jetzt nochmal an die Protoss Army, die Disruptor sind vorne, die Disruptor werden gesniped, die Protoss Army hat es nochmal schwer, aber sie hat schon sehr viel Schaden hier angerichtet. Die Drones sind weiter am Fighten. 16 Drones jetzt hier down. Und die Protoss Army hält sich hier trotzdem weiterhin. Der Koloss lebt nach wie vor. Lasert da vorwärts. Und für Savil, ja, er ist jetzt zum Supply ausgeglichen. Das sieht ziemlich katastrophal gerade für ihn aus. Der Overlord, das der Stopp macht gerade keinen Unterschied. Aber die Roaches haben es schwer immer noch gegen diese Stalker-Masse. Die hat nicht mal Blink. Die fightet einfach so. Zest ist natürlich auch nur auf zwei Basen. Aber Savil ist jetzt mehr oder weniger in seine Natural eingesperrt. Und das möchte Zest auch weiter so durchziehen. Er holt jetzt nämlich Sandwies mit ran und kann er vielleicht ein paar Salads da hochschicken. Wobei in der dritten läuft eh nicht mehr viel am Mining. Da ist der Roach Warren.
Da könnte man die Roach-Produktion unterbinden, wenn man den Roach snipen, ein paar Stalker machen, das auch gerade. Und Savile, jetzt muss er irgendwie die Rampe da runterkommen, was mega schwierig ist. Da muss er nämlich quasi durch die Engstelle durch in den Protoss-Army pushen. Roachron ist jetzt weg, wird nachgebaut. Und die Protoss-Army hat hier sehr viel Geduld und möchte ein paar Netten hochschicken, um die dritte Basis abzuwürgen. Eine Roach läuft da nochmal rein und jetzt gibt es den Fight. Da kommen die Einheiten runter, da sind die Forces, um genau darauf zu warten. Ja, die Forces werden weggekotzt, aber Ravager geht da down, ein paar Roaches werden angesaugt. Der Koloss lässt nochmal auf Kollege Damage. Dieser Koloss hat 22 Kills, also der hat mächtig Arbeit geleistet. Nochmal Forces werden aber nochmal aufgekotzt, trotzdem die Ravager werden weniger. Die dritte Basis hat mega Schaden abbekommen und der Protoss wird nochmal gesaved tatsächlich. Das Warp ist immer noch unterwegs, also Reinforcements sind möglich. Die Zerg Army schafft nicht mal diesen Fight. Service Supply droppt und droppt. Er hat hier einfach nicht genug. Da ist das GG und damit das 3:1 für Zest. Der geht weiter ins Viertelfinale, nee, ins Halbfinale des Winners Brackets. Und Savile muss ins Lowers Bracket. Also das heißt, gut in Form für Savile. Nicht seine beste Serie ever. Konnte sich da einfach nicht halten gegen den Protoss. Und muss jetzt im Lowers Bracket weiterkämpfen. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.